mit dem Start-up zusammenarbeiten und dann eine Riesenpleite geschieht, dann soll der Investor mit dem Start-up-Mann das bezahlen. Aber dass ich das über meine hart verdienten Steuern oder dass meine Steuern, die ich als Gewinne selbstverständlich gegeben habe, noch nie in einem Jahr, seit ich 52 Jahre mache, eine negative Bilanz abgegeben. Und wir haben zig Krisen gehabt, nur Economy-Krise, alles, auch Pandemie jetzt und so weiter. Es ist alles möglich, wenn man verantwortlich handelt und rechtzeitig, ich sag mal, den Wandel der Zeit erkennt. Wenn die alle pleite machen und damit nicht mehr kaufen, dann ist es natürlich schwierig, in Deutschland Textilien zu produzieren. Und dann musste ich erkennen, dass wenn ich weiter produzieren will, meine Arbeitsplätze garantieren, meine Mitarbeiter sind ja das Wertvollste, was ich habe, wenn ich die halten möchte, dann muss ich eben am Schluss, ich sag mal, die Handelsführung selbst übernehmen, nach dem Motto, wenn ich einen Koch habe, der mir kocht und der ablehnt zu kochen, gibt es nur eins, sterben oder selber kochen. Und so habe ich die Geschäfte gemacht. Und dann habe ich gewusst, dass ein Japaner weiß nicht, wo Baden-Württemberg ist, aber er weiß, wo Groß-Metzingen ist. Also Groß-Metzingen war für mich Vorbild, dass ich Fabrik verkaufe, außerhalb der Fabrik mache, sozusagen, weil der lief. Also man muss nur Augen auf und Ohren auf und als Unternehmer die Verantwortung übernehmen, dann kann man das heute Start-up nehmen oder man kann das Risikokapital nehmen, wie die Risiko da gab es immer. Nur hat da die Großmutter das Geld gegeben oder der Vater das Geld gegeben und die haben nicht vom Risikokapital. Wir sind heute alles so, dass wir alles neu besitzen und meinen, wir hätten die Welt neu erfunden. Wir haben die Welt nicht neu erfunden. Wir müssen die Welt weiterentwickeln, sie ist schneller und deshalb müssen wir etwas schneller machen und weitermachen. Und wenn Firmen über 100 Jahre alt sind, dann haben sie das Start-up eben konstant gemacht und dass ich Leute brauche, die was entwickeln. Ganz klar, bin egoistisch, da gehe ich zu dem hin und sage, mach mir das und dann bezahle ich ihn auch.